Hey Toads, willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir ein Spiel, das hat der kleine Pius, wo er 6 oder 7 Jahre war, auf seinem Nintendo DS gespielt. Und zwar Playmobil Pirates. Und wir schauen heute mal, damals war das Spiel richtig geil. Und wir schauen einfach mal, wie es so jetzt, fast 10 Jahre später ist, über 10 Jahre später, wie ich das Spiel 10 Jahre später so finden werde. Los geht's. Ich bin der Pius. Wo ist das U? Ah, da unten. Pius! Und dann S dran. So, moin erstmal. Hier sehen wir ein krasses Intro für Nintendo DS-Verhältnisse. Oh nein, die Prinzessin! Ist das Peach? Leute, ich sehe da dieselben Stories wie in Mario. Ja! Eine richtige Mario-Story! An die Story erinnere ich mich einfach gar nicht mehr. Ich erinnere mich fast gar nicht mehr an dieses Spiel. Ich weiß nur, dass es bei mir im Regal ist und ich es sehr mochte. Mehr weiß ich nicht mehr. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was jetzt hier abgehen wird. Wir sind gestrandet auf einer Insel und... Affen werfen uns mit Kirschen, mit Erdbeeren sind das, oder? Ja. Die Meerjungfrau wurde von den Soldaten entführt. Rette sie, wie in Mario hier, ey. Ah ja, mit B, nicht A, können wir springen. Oh Gott, der springt aber ziemlich zeitversetzt irgendwie, ne? Interessant, oben haben wir 3 Leben und noch kein Cash, wir sind arme Leute. Hey, dich habe ich hier noch nie gesehen. Wie ist dein Name, was sitzt hier? Ich bin der Pius. Grüß dich! Ich bin Pirat Einauge und wurde hier an Land gespült. Ja, und du hast auch nur ein Bein, ne? Interessant, zeig mal deinen Ausweis. Ach so! Das ist ein Dialog! Ich bin der Experte. Der liegt auf dem Meeresgrund, gleich neben meinem schönen Boot. Oh, du bist also ein ganz normaler Schiffbrüchiger ohne Ausweis? Raus aus meinem Land! Du bist hier direkt abgeschoben. Du solltest Romane schreiben. Ja, ich mache lieber YouTube-Videos. Suche Bernds Holzbein. Du erhältst einen Finderlohn, wenn du es ihm zurückbringst. Okay. Ah ja, jetzt müssen wir also ein Bein suchen. Alles klar, und gespeichert wurde auch optimal. Ja, dann gehen wir mal auf Beinsuche, würde ich sagen. Was wird der jetzt von mir? Bruder, nö, ich will hier gar nichts von dir. Lass mich in Ruhe. Ich weiß nicht, wie weit ich damals gespielt habe bei dem Spiel. Ich glaube, ich habe das nie durchgespielt. Aber ja, ich erinnere mich einfach an fast gar nichts. Ich weiß nur, dass man als Pirat gespielt hat und ich irgendwo nicht mehr weitergekommen bin, glaube ich. Ja gut, so Phasen gab es damals immer als Kind. Ich hatte immer keine Ahnung, ab und zu, wie ich weiterkomme. Irgendwann habe ich es dann doch wieder geschafft und... nach Weinen fast. Oh mein Gott, nimm die Münze, Junge. Oh, der erste Gegner. Werden wir ihn besiegen, Leute? Komm, hallo. Junge. Hallo. Wie kann ich den besiegen? Nein, nicht so. Achso, ich kann ihn nicht besiegen. Ja gut, ich bin hier auf jeden Fall Profi. Muss ich gegen dich kämpfen? Nee, ne? Du bist nett, ne, oder? Hallo? Oh, 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 oh. Bist du nett? Oh mein Gott. Gewaltvolles Spiel, Leute. Ich bekomme fürs Töten Geld. Oh, jetzt weiß ich, warum der Pius so ein unlieber Mensch geworden ist. Er hat gelernt, in Spielen fürs Töten Geld zu bekommen. Ah ja, Pius. Was hat dir deine Mutti damals gekauft? Schießt er mich ab? Nee, wie nicht, ne? Ich töte dich. Ah, Leute, hier ist das Bein. Ja, optimal. Holzbein. Wunderbar. Da bin ich wieder. Hier ist ein Holzbein. Vielen Dank, dein Auge. Hier ist deine Belohnung. Was habe ich bekommen? Ein bisschen Cash oder wie? Ein bisschen Cash auf der Bank. Mehr Bargold habe ich nicht bei mir. Fordere doch Knochenjochen zu einem Spielchen heraus. Wer ist das? Vielleicht hast du ja eine Glückssträhne und kannst du dann ein neues Schiff kaufen. Muss jetzt los. Er muss los, Leute. Meine Kumpels warten schon. Ja, tschüss, Captain. War schön mit dir. Ey, moin, moin, Knochenjochen. Wie geht's dir so? Na, du alte Latralle. Wollen wir eine Runde würfeln? Ja, Mann.
Ebbe und Flut. Ebbe, würfelst du weniger Punkte als ich, gehört der Einsatz mir. Flut, würfelst du mehr Punkte als ich, gehört der Einsatz dir. Alles klar? Ganz einfach, bist du bereit? Ja, Mann. Wie viel Gold willst du einsetzen? Ja, komm, Glücksspiele hier sind immer gut. 10, Gönnung. Hoffentlich zieht er mich nicht ab. Okay, er hat eine 9. Du bist dran, ja, Mann. Ich bin Profi. Du hast echt verdammtes Glück, Junge. Diese Runde geht an dich. Ja, Mann, Leute, wir sind so gut hier. In Glücksspielen bin ich immer gut. 9. Runde, ja, Mann, komm. Wir hauen heute das YouTube Money raus. Würfel schon scheiße. Ah, eine 7. Und? Ja, sieht nicht so gut aus. Unentschieden? Ja, moin. Das ist das optimale Kinderspiel. Es vermittelt einem, wenn du einen Gegner töten tust, bekommst du Geld. Und man soll Glücksspiele machen, weil man da gewinnen kann. Yeah! Das ist das beste Kinderspiel. Danke, Mama! Verarsch mich nicht. Und? Schon wieder unentschieden, Junge! Ja, Leute. Das war einer meiner ersten DS-Spiele. Ist es nicht toll, Leute? Das war's auf jeden Fall fürs Video heute. Bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Like da. Tschüss, ihr Toads.